Hallo ihr süßen Puppis, ich bin Sarah Jurassic Parker, live aus Berlin, live aus dem Auto. Heute haben wir Mitte August, es ist wahnsinnig heiß hier in Berlin, wahnsinnig heiß. Wir haben momentan 35 Grad, Travestie macht wahnsinnig viel Spaß im Moment. Ne, Klausi? Klausi, sag mal hallo. Ja, Klausi ist der Kamerascheu. So, wir fahren, ich nehme euch wieder mit, ich mache wieder ein kleines Follow Me Around, nur für euch. Wir fahren jetzt nämlich gerade in die Ritterstraße zur Ritter Butzke. Ritter Butzke ist ein relativ neuer und total angesagter Club und kreativen Komplex in der Ritterstraße in Neukölln. Das heißt Ritter Butzke das Ganze, weil früher waren da nämlich die Butzke-Werke. So in 60er, 70er Jahren. Butzke ist eine Berliner Traditionsfirma gewesen. Die haben so Druckspüler hergestellt, so Sanitärsachen und so. Gibt es natürlich nicht mehr, weil Industrie gibt es ja auch in Berlin nicht mehr. Hier gibt es nur noch brotlose Künstler und mich. Neukölln? Wieso ist du in Neukölln? Was? Die Ritter Butzke. Wir sind hier in Kreuzberg. Wir fahren aber in die Ritter Butzke nach Neukölln, in der Ritterstraße. Die Ritterstraße ist in, du bist doch, die Siegeswalde ist auch in Kreuzberg. Nein, Neukölln. Wo denn da? Wieso ist das? Schatz, wir fahren da vorne links. Stimmt, du hast recht, das ist gar nicht Neukölln. Ne? Was erzähle ich eigentlich, ihr süßen Mäuse? Die Ritterstraße ist gar nicht in Neukölln. Ich habe völlige Scheiße erzählt. Klausi, du hattest recht. Klausi hat nämlich immer recht. Klausi hat gerade mit mir geschimpft, weil ich Scheiße erzählt habe. Die Ritter Butzke ist nicht in Neukölln, sondern in Kreuzberg. Und wie dem auch sei, jedenfalls sind wir da heute in der Ritter Butzke. Ich bin da heute eingeladen, weil nämlich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die im Übrigen im September eine große Veranstaltung am Brandenburger Tor veranstalten wird, gegen Diskriminierung. Gehst mal bitte aus dem Weg, wir müssen hier zur Ritter Butzke. Immer diese verdammten Jongleure hier an den Ampeln, ich hasse es. So, wie dem auch sei. Jedenfalls, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat eine große Veranstaltung am Brandenburger Tor dieses Jahr im September. Und heute zeichnen die aber ein Video auf, ein großartiges, virales YouTube-Video, wo ich mitmachen darf. Und da fahren wir jetzt hin. Und ja, wir sind momentan gerade erst 15 Minuten zu spät. Also von daher, in Travestie-Minuten sind wir jetzt gerade überpünktlich. Wir sind jetzt gerade schon am Bahnhof Prinzenstraße. Hier ist auch das Prinzenbad. Das Prinzenbad hat ja auch schon seinen eigenen Kinofilm vor einer Zeit. Oder eine Doku war das oder irgendwas, das ist schon wieder scheiße. Da, wo immer die ganzen Gewalttaten stattfinden, das ist das Prinzenbad. Wenn man sich mal so richtig schön vermöbeln lassen möchte, dann geht man ins Prinzenbad. Das Olympiabad. Eigentlich kann man sich in jedem Freibad Berlins vermöbeln lassen. Ihr süßen Mäuse, wir sind jetzt da. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in der Ritter Butzke. Der neue Innenclub, der neue Szene-Club. Aber ihr wisst ja, ich bin ja absolute Trendsetterin. Guck mal hier. Guck mal da. Guck mal hier. So, Klausi, wo müssen wir jetzt hin? Flying Steps sind hier auch. Nummer 26, irgendwas mit. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab's schon wieder vergessen. Verdammt, wir müssen mal gucken mit dir. So, wir gehen jetzt einfach mal rein. Verdammt, wir haben jetzt schon keinen Bock mehr. So eine Scheiße, ja. Weiß überhaupt nicht, wo man hier hin muss. Es sind nur Aufgang A, B, C, D, E, F, G. Ich weiß nur, Videoaktion. Ach, guck mal, da steht's schon, ihr süßen Mäuse. Guck mal da. Videoaktion. Ja, und zwar geht es nämlich um gefühlte Weiblichkeit, gefühlte Männlichkeit. Und guck mal, vielleicht weiß man nicht genau. Guck mal, da geht's lang. Da stehen schon Menschen. Hi. Hallo. Darf ich mal durch? Oh. War das jetzt hier richtig, Klausi? Ja. Vierter Stock. Wollen wir einen Aufzug nehmen? Ja. Wenn das geht, dann nehmen wir einen Aufzug. Der geht bestimmt nicht. Der geht doch nicht. Hi! Der ist aber süß. Der Profi. Der geht leider nicht. Der geht nicht, da muss man rein. Verdammt nochmal. Wie praktisch. Typisch Kreuzberg, weißt du. Ja, was ist der Hund?
remember my name. Ich habe heute ein neues Lieblingslied übrigens gefunden. Es ist Mäusens for Fame vom Musical Fame. Singe ich schon den ganzen Tag. Mein Mann Klaus ist schon wahnsinnig genervt davon. Er kann nach Hause vom Gassi gehen. Da lief das Lied schon zum 20. Mal in Dauerschleife. Und er ist ausgerastet. Also wenn es da oben keinen Schnaps gibt, dann gehe ich gleich wieder runter, Klaus, ganz ehrlich. Spät. Ja, wir haben gerade gesagt, hi. Ja mal. Hallo. Hi. Ja, ja. Guten Tag. So, wer bist du jetzt nochmal? Ich bin Maxim, ich bin der Regisseur von diesem Video. Der Regisseur des Videos? Und du bist die Anna, du bist die Producerin des Videos. Was für ein Video machen wir denn hier heute? Freie Kunst. Ein Social Spot für die Antidiskriminierungsstelle, die dieses Jahr die Geschlechterdiskriminierung zum Thema hat. Und mit unserem Video rufen wir zum Aktionstag auf. Der ist am 9. Am 16.9. Sag ich doch. Am 16.9. 16.9. ist der. Oh, da kommt der Sekt. Da kommt ja, der Sekt. Den darfst du reinreichen. Oh. Bitte schön. Ja, komm schon. Gehen wir mal rein. Ich nehme euch mit. Und dann gucken wir mal, was wir da so machen. Guck mal hier. Hi. Hallo. Hi. Hi. Guck mal hier. Hier ist die Wand. Hier ist die Wand. Hi. Da sind ganz viele Leute. Guck mal hier. Guck mal da. Ach, hier gibt's was zu essen. Guck mal, hier ist die Wand. Und da ist die Wand. Achso, da laufe ich dir gerade ins Bild hinein. Da ist die Wand. Wo ist sie weiblich, wo ist sie männlich? Wir sind schon wieder im Auto. Das war jetzt kurz und schmerzlos. Ich habe einen doppelschwänzigen Penis gesprayt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gesprayt. Das war relativ wow, muss ich sagen. Ich werde jetzt Sprayerin. Klausi, ich mache jetzt Street Art in Zukunft. So, ich habe einen doppelschwänzigen Penis, habe ich gesprayt und dann haben die gleich gesagt, nachdem wir fertig waren, nachdem ich alles fertig gemalt habe, meine große Kunst, haben die gesagt, das können sie nicht mit ins Video nehmen, weil der Penis, das kann man doch nicht der Öffentlichkeit zeigen. Das ist doch für die Bundesregierung. Und in der Bundesregierung, da hat niemand Penisse. Guckt mal, was ich überhaupt für dreckige Hände habe. Alles von der Farbe. Ach Gott, meine... Ach nee, Klausi. Guckt euch mal meine Schuhe an. Oh nein, jetzt stand ich da in so, oh nein, ich habe alles versaut, ich habe Farbe in Haaren, ich habe Farbe an Fingern und da ich mir ja nie die Hände wasche, ich werde es nie abbekommen. Und Farbe an den guten, teuren Deichmann-Schuhen. Die haben 24,99 gekostet. Die habe ich mir vom Mund abgespart. Bin echt sauer. Nee, ist okay. Ist wirklich okay, aber... Weißt du, man gibt und gibt und gibt, ja, sein ganzes Leben und macht was für die Kunst. Es kommt einfach nicht zurück. Aber okay, ich schacke mich wieder runter. Ich trinke jetzt gleich erstmal einen Schnaps. Oder auch fünf. Sharing is caring.